Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal, denn heute zeige ich euch einen Giftcast to Friends mit Avenger. Jawohl Leute, und weil dieser Glitch so krass ist, würde ich euch jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video dazu lassen. Und immer noch Leute, die meisten meiner Zuschauer sind nicht meine Abonnenten, deswegen Leute, abonniert mich, es ist kostenlos. Und falls euch das Video wirklich nicht gefällt, warum auch immer, könnt ihr mich immer noch deabonnieren am Ende des Videos. Deswegen abonniert mich und seid mit dabei. Aber gut Leute, was braucht ihr denn für diesen Glitch? Naja gut, ihr braucht für diesen Glitch natürlich einen Freund, der natürlich auch diese Avenger, die ihr haben möchtet. Also am besten natürlich so eine richtig geile gemoddete Avenger. Euer Freund braucht natürlich dazu eine Basis und euer Freund braucht leider auch ein Büro mit Firmengarage. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, Leute. Euer Freund braucht ein Büro mit Firmengarage und euer Freund braucht zusätzlich auch noch einen Nachtclub mit einer B2-Garage. Und in der B2-Garage sollte mindestens ein normales, irgendein Fahrzeug drin stehen. Es ist völlig egal, welches Fahrzeug, denn dieses Fahrzeug werdet ihr nicht verlieren. Und außerdem, Leute, muss euer Freund sich auch noch einen bestimmten Job markieren. Der Job ist in der Videobeschreibung, deswegen markiert ihr den euch. Und Leute, der Job muss auch sichtbar sein auf der Map. Falls dieser Job euch nicht auf der Map angezeigt wird, müsst ihr euren anderen markierten Job so lange löschen, bis euch dieser bestimmte Job angezeigt wird. Und Leute, ihr als Glitcher so gesehen braucht natürlich auch eine Basis, denn in der Basis muss natürlich später auch die Avenger drinne stehen. Und dieser Glitch, Leute, muss natürlich in einer Einladungssitzung passieren. Das ist auch natürlich auch sehr wichtig für diesen Glitch. Aber gut, Leute, ich würde sagen, wir fangen mit dem Glitch an. Als erstes, Leute, seid ihr beide in einer Einladungssitzung. Denn euer Freund muss jetzt ins Büro rein, beziehungsweise in die Firmengarage. Ist euer Freund jetzt in der Firmengarage angekommen, kommt jetzt ein kleiner Timing-Part. Ist jetzt nicht schlimm, Leute, ist machbar, aber es ist nicht der leichteste. So, was müsst ihr tun? Naja, euer Freund muss ja später über den Aufzug ins Büro, aber gleichzeitig geht er auf die Karte, geht auf die Map und startet einen Job über die Map. Sprich, er sucht sich in der Nähe des Gebäudes einen Jobring aus, geht mit Viereck drauf und startet den Job mit X. Wir versuchen das Ganze jetzt mal. Sprich, euer Freund geht jetzt zum Aufzug. Er wählt jetzt das Büro aus. Sobald er das Büro ausgewählt hat, drückt er die Optionstaste, geht auf die Karte, geht auf den Jobring. Und Leute, ihr müsst warten, bis ihr einen Blackscreen habt, denn dann solltet ihr den Job starten. Falls ihr das nicht seht, warum auch immer, so in meinem Fall, müsst ihr tatsächlich ein bisschen nach Gefühl gehen, wann ihr diesen Job starten müsst auf der Karte. Und Leute, wenn alles funktioniert hat, müsstet ihr draußen spawnen und zwar ihr müsst gefreezed sein. Passiert das bei euch nicht, sprich ihr spawnt irgendwie im Büro oder irgendwie anders, müsst ihr das Ganze nochmal neu machen. In meinem Fall hat es jetzt funktioniert. So, euer Freund ist jetzt gefreezed. Wie kann euer Freund jetzt wieder entfreezed werden? Naja, ihr persönlich startet jetzt einen Job für ihn. Sprich Leute, ihr geht jetzt auf Option, Online, Jobs, Jobspielen, von Rockstar erstellt, Missionen und zum Beispiel einen Job für einen Titan. So, ihr müsst jetzt aber nur in diesem Jobmenü drinne sein. Denn euer Freund tritt euch jetzt übers Profil bei. Dadurch, dass ihr jetzt in einer Einladungssitzung seid, wird euer Freund die Meldung erhalten, dass die Sitzung privat ist. Sprich, er spawnt zwar in die Wolken, aber dann auch wieder runter. Und das hat den Effekt, Leute, dass er wieder entfreezed ist. Soweit, so gut, Leute. Gut, als nächstes muss euer Freund jetzt zum Nachtclub. Und während er zum Nachtclub fährt, fordert er seine Avenger an. Und Leute, er muss auch mit der Avenger in der Nähe vom Nachtclub parken. So, in meinem Fall ist es jetzt hier zum Beispiel auf der Straße. Also Leute, ist euer Freund jetzt mit der Avenger beim Nachtclub angekommen, steigt aus der Avenger aus und ruft jetzt den Mechaniker an und fordert ein Auto aus der B2-Garage. Und Leute, sobald das Auto aus der B2-Garage angekommen ist, steigt er ein und fährt zur Nachtclub-Garage und wählt wieder die B2-Garage aus. Und Leute, hier zeigt sich, ob jetzt bisher alles funktioniert hat, denn euer Freund müsste jetzt so einen verbuggten, komischen Ladescreen haben und diesen Ladescreen muss er Dreieck drücken können und müsste aussteigen können. Und das Ganze müsst ihr natürlich richtig schnell machen. Das bedeutet, ich fahre jetzt zur B2-Garage hin, wähle die B2-Garage aus und kurze Zeit später, Leute, drücke schon Dreieck, um auszusteigen. Funktioniert das bei euch nicht, Leute, dann seid ihr leider nicht in den richtigen Modus drin, warum auch immer, und müsst den Glitch leider komplett von vorne machen. Gut, Leute, in meinem Fall hat es optimalerweise funktioniert und ich fahre jetzt einfach durch die Map und wenige Sekunden später werde ich wieder oben spawnen. Ist euer Freund oben gespawnt, steigt er für den Avenger ein und fliegt zu Mount Chiliad, da wo unser Jobring ist. Gut Leute, in der Zeit, wo euer Freund zum Jobring fliegt, müsst ihr jetzt, also sprich der Glitch, also ich jetzt, der Avenger haben möchte, muss jetzt in die Basis gehen und, falls ihr eine Avenger besitzt, diese Avenger rausfahren, beziehungsweise rausparken, wie auch immer. Sprich, ihr geht in eure Basis rein, steigt in eure Avenger ein, fliegt raus, seid ihr draußen angekommen, parkt ihn irgendwo hin. Er muss einfach irgendwo stehen bleiben
und steigt wieder aus und geht zu Fuß wieder in die Basis rein. Das hat den Sinn, Leute, dass die Basis leer ist, erstens das, und zweitens, so kann eure Adventure später überschrieben werden. Und Leute, falls ihr keine Adventure besitzt, könnt ihr diesen Schritt einfach überspringen. Ich weiß nicht ganz genau, ob es funktioniert, wenn ihr keine Adventure besitzt, da ich es leider nicht testen konnte, weil ich einen Adventure besitze, aber Leute, sollte theoretisch trotzdem klappen. Gut, habt ihr das gemacht oder jetzt auch nicht, weil es keine Adventure besitzt, müsst ihr jetzt einfach warten. Euer Freund ist jetzt bei Mount Shieldet angekommen. Ihr werdet schon sehen, dass die Textur von diesem Mount Shieldet irgendwie anders ist. Und Leute, glaubt oder glaubt es nicht, ihr könnt jetzt einfach reinfliegen. Ja Leute, ihr könnt ja von Berg reinfliegen und das ohne Probleme. Und ihr fliegt jetzt zum Jobpunkt. So Leute, ist euer Freund jetzt mit diesem Jobpunkt angekommen, muss er sich erstmal richtig ausrichten, denn die Nase muss Richtung Innenstadt zeigen. Sprich, auf seiner Minimap seht ihr seine ganzen Häuser und sowas und da muss er sich halt ausrichten. Und wenn er sagt, okay, ich habe mich jetzt ausgerichtet, sollte passen, muss er sich langsam nach unten bewegen. Und Leute, euer Freund sollte genauso ausgerichtet sein wie ich jetzt hier im Video, denn es geht tatsächlich um Millimeter. Gut, euer Freund lässt sich langsam, Leute, wirklich langsam, lässt sich langsam sinken und ihr werdet auch später merken, was passiert. Denn euer Freund wird jetzt bei euch auf einmal sichtbar mit der Avenger sein. Wenn er richtig geflogen ist, wird die Avenger auch einfach landen und alles ist gut. Außer es passieren halt diese Sachen, ne? Eure Avenger explodiert zum Beispiel oder wie auch immer, backt rum, ne? Das ist leider bei mir öfters passiert. Deswegen sage ich wirklich an dieser Stelle, ihr müsst wahrscheinlich diesen Part sehr oft wiederholen, bis es einmal geklappt hat, denn bei mir war es leider genauso. Aber gut, Leute, wenn es euer Freund geschafft hat, in eure Basis zu landen, dann wird euer Freund rausgeschmissen. Was bedeutet rausgeschmissen? Naja, er spawnt in irgendeinem Ausgang von einer Basis, die niemandem gehört. Als nächstes müsst ihr euren Freund in eure Basis wieder einladen. Habt euer Freund eingeladen und euer Freund ist auch mit eurer Basis jetzt drinne, könnt ihr jetzt in diese Avenger einsteigen, drückt die rechte Pfeiltaste, um zu tunen. Und Leute, ihr müsst irgendwas umtunen. Irgendwas. Es ist völlig egal, was ihr umtunet, aber ihr müsst auf jeden Fall irgendwas umtunen. Und ihr müsst, nachdem ihr umgetunet habt, einfach aus der Basis rausfliegen. Das bedeutet, ihr verlasst die Basis mit der Avenger. So, und danach, Leute, ist die Avenger gesaved. Danach habt ihr eure alte Avenger überschrieben, falls ihr überhaupt eine besessen habt. Und alles ist gut. So, in meinem Fall, das sieht das komisch aus, Leute, haben sich die Tuning-Teile irgendwie verabschiedet oder sonst irgendwas. Ich weiß auch nicht, warum, aber egal, Leute. Ihr fliegt jetzt aber wieder zurück in die Basis. Und falls euch bei diesem Glitch genau der gleiche Fehler passiert ist wie bei mir, dass sich irgendwie die Tuning-Teile jetzt auf einmal doch alle verabschiedet haben, startet einfach einmal GTA neu. Das habe ich auch gemacht. Und zack, boom, bam, die Tuning-Teile waren wieder da. In eurem Fall sollte eigentlich die Tuning-Teile direkt alle behalten und ohne Probleme laufen, dieser letzte Part. Aber in meinem Fall war es einfach ein bisschen komisch. Gut, Leute, dieser Glitch war jetzt nicht der leichteste. Ich hoffe, ihr habt es soweit verstanden. Wenn ihr irgendwie Hilfe braucht oder sowas, schreibt es in die Kommentare und naja, ihr wisst Bescheid, Leute. Deswegen, wenn euch dieses Video trotzdem weitergeholfen hat, würde ich mich übelst freuen, wenn ihr einen fetten Daumen nach oben geben könntet. Und Leute, die mich immer noch nicht abonniert haben, warum? Dieser Glitch funktioniert, auch wenn er irgendwie doch schwer ist. Egal, Leute. Ich bin mal raus, Leute. Euer Wombat. Ciao.